Hallo alle zusammen und willkommen zurück zur neuen Folge von Kingdom Hearts 2. In der letzten Folge haben wir ziemlich viel gemacht, also in den letzten drei Folgen war es mein ganzer langer Part. Und wo fange ich an? Also im ersten Part, den ich zusammengeschnitten habe, haben wir genau dieses Geräusch gemacht. In der zweiten Folge haben wir gegen Demix gekämpft, ouch, und ich bekomme einen Arsch, ich kann nicht mehr. Haben wir gegen Demix gekämpft und Goofy ist gestorben. Gestorben in Anführungszeichen, denn er hat ein Nickerchen gemacht, weil er hat einen Schnell auf den Kopf gekriegt. Und im dritten Part haben wir gegen 1000 Herzlose gekämpft, alleine, weil unsere beiden anderen haben was anderes gemacht. Und ich gehe hier deswegen hier zurück, weil hier die drei Feechen sind hier mit Pain am Start und Luna und... Habe ich jetzt Luna oder Luna gesagt? Ich glaube, ich habe Luna gesagt. Und hier Riku, die gerade wegfliegt. Liars! What? Leon doesn't have any treasure! And we fought for you guys. Donald! Well, I had to tell him something. I don't see how we're gonna work this out. So what should we do? We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Let's take a look. Ooh. Hey, Uni, I took a look, and sure enough, okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy, this stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey has been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, this is from us. Bye, good luck on your journey. JRP in position. So, ich glaube, hier ist ein Schlüsselschwert drin, das wollte ich mir einfach mal holen, nämlich Möwenflügel. Bitte die hohe Magiekraft verdoppelt die erhaltenen Erfahrungspunkte, wenn die weniger als die Hälfte deiner HP beim Sieg über den Gegner verbleiben. Ja, ist jetzt nicht gerade das Wahre. Ich drücke den falschen Knopf. Nein. Ich habe offscreen für Goofy diesen Akashka-Kodi gefarmt von diesen Bücherheinis hier, die hier so herumschwirren ab und zu. Und habe mich auch ein bisschen an einer Silhouette versucht hier in dem wunderschönen Twilight Town. Aber es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Deswegen lasse ich das Ganze einfach mal. Ich höre mich an wie ein komischer Ente. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Deswegen habe ich mir für heute überlegt, dass wir mal was ganz anderes machen. Ich weiß immer noch nicht, warum hier Twilight Town hier da ist, weil da nicht wirklich was passiert, soweit ich weiß. Wir können auch nicht ins Abendrotviertel. Ich habe das mich offscreen schon versucht. Nee, natürlich kann ich mal mehr reden. Und ja, hier ist 36 und hier ist 34. Im Prinzip ist es sowieso egal, wo wir als nächstes hingehen. Ich glaube, wir könnten jetzt sogar in die Tronwelt schon gehen. Oder? Guter, könnte ich jetzt schon in die Tronwelt gehen? Ich denke schon. Wenn das wirklich der Fall ist, würde ich mich sogar, glaube ich, explizit dazu entscheiden, dass wir erstmal die Tronwelt abhaken, damit wir die weg haben. Weil Tron ist ja die wunderbarste Welt in ganz Kingdom Hearts-Universum, die jeder liebt. Den Raster liebt jeder. Deswegen haben sie diese Welt gleich nochmal eingebaut, nämlich in Dream Drop Distance, weil sie so toll ist. Ach, Ironie ab.
Und ja, deswegen habe ich mir jetzt für heute überlegt, damit ich nicht so viel reden muss, weil ich noch ein bisschen krank bin, fahren wir ins wunderschöne musikalische Twilight Town. Ich weiß, es steht Atlantik, ich nenne es Twilight Town, damit es besser klingt. The night sky is so beautiful right after a storm. What would I give to live where you are? What would I pay? To stay here beside you, what would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run if we could stay all day in the sun? Wie kann sie atmen? Just you and me, and I could be part of your Und er denkt, ich habe geträumt. A girl rescued me. Her voice. Das unterwasserartige Twilight Town, aka Atlantica. Ich bin dumm, ich weiß. Wie konnte Ariel, wow, atmen? Sora macht den Mund auf, aber es kommt nichts raus. Sora, Donald, Goofy. Hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Then you boys got to practice. You follow Flounder. He'll show you what to do. Come on, Sora. You can do it. Hat Sora jemals schwimmen gelernt? Ich glaube, das brauche ich nicht hier, diese Erklärung. Das sollte ich auch so hinbekommen. Wie einfach meine Drive-Leiste weg ist, wie dreist. Ich dachte, da ist eine Schatzkiste. Gibt's hier irgendwas? Da ist ein Sticker. Ah ja, ich habe offscreen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe offscreen einen Sticker geholt. Bin gerade ein bisschen stickersüchtig. Du bist nicht. Ich. Nein. Nein. Wie komme ich denn ins Menü? Huch, nein, ich will das Screenshot machen. Oh Mann, ich bin vorbei. Wie komme ich denn jetzt runter? Ich will runter. Komm. Ah, ich hätte vielleicht doch die Beschreibung lesen sollen. Ich Idiot. Kann die vorbeischwimmen? Komm, lass uns. Ich will aber nicht mit Fabi. Ich dachte, der heißt Fabius. Wann heißt denn der Fabius? Jetzt ist meine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, er ist Fabio. Ja, das ist es. Du lernst echt schnell, Sora. Wenn das Anvisieren nicht funktioniert, schwimme erst mit X Nähe an den Warum sollte ich meinen Gesprächspartner anvisieren? Was zur Hölle? Viel besser. Übrigens, was bringt euch drei denn hier zu uns? Wir wollen Party in Atlantica machen. Oder so. Weil hier musiziert wird, dachte ich. Wir wollten Superstar werden. Superstar Sora. Ist wieder irgendwas passiert? Könnte man so sagen. Aber alle scheinen ruhig und friedlich. Oh, alles ist okay, zumindest solange wie Vater gute Laune hat. Weil er Triton ist, ne? Hallo, ich bin hierher gekommen, damit ich so viel reden muss.
Hört mal, wir veranstalten recht bald ein Konzert. Warum singt ihr nicht in meinem Musical mit? Oder wir werden Musical-Stars, Sora. Oh mein Gott. Bitte sag ja, Ariel verhält sich so seltsam in letzter Zeit. Aber vielleicht fängt sie sich und übt fleißig, wenn ihr auch mitmacht. Hört sich toll an! Das war keine Donald-Stimme. Wir können das ja mal probieren. Exzellent! Nun dann, ich bringe euch alles bei, was ihr wissen müsst. Okay, was müssen wir also tun? Es ist ganz einfach. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg! Eine musikalische Herausforderung. Drücke X im Takt mit dem Lied und der Leiste. Was drücke im Takt mit dem Lied? Ich hab kein taktisches Takt. Ich hab kein Rhythmusgefühl. Taktgefühl. Das wollte ich. Tipps: Drücke X, wenn die Leiste beinahe ganz gefüllt ist, um eine exzellente Bewertung zu bekommen. Ach so. Drückst du X zu früh oder überhaupt nicht, bekommst du dafür eine schlechte Bewertung. Drücke die Option-Taste während des Lesens abzubrechen. Muss ich jetzt ernsthaft ein Lied machen? Hallo? Ihr müsst einfach nur den Rhythmus fühlen. Ich habe aber keinen Rhythmus im Blut. Ich bin nicht Vielleicht wäre ich musikalisch, hätte ich mal ein Instrument gelernt, aber ich bin nicht musikalisch. Ich kann Bilder zeichnen. Das kann ich. Ich bin künstlerisch veranlagt und nicht musikalisch. Aber okay. Hört auf den Beat und bewegt euch dazu. Bereit? Los geht's! Das sieht so kacke aus. Das sieht so fies aus. Ja, tada! Genau so! Okay, Donald, jetzt bist du dran. Mach einfach genau dasselbe wie Sora eben. Mal sehen, wer von euch ist. Shake your booty, Donald. Komm schon, shake it. Also, ich muss drücken. Oh, wie tanzt Goofy? Dreht er sich im Kreis? Genauso. Goofy, und jetzt du. Glaubst du, du kriegst das jetzt noch besser hin? Wieso ist Goofy eigentlich immer eine Schildkröte? Genau so. Kannst du auch was anderes sagen? Diesmal tanzt du mit Ariel. Denk daran, schön im Rhythmus zu bleiben. Ist jetzt nicht im Rhythmus. Oh mein Gott. Das sind zwei Sachen. Das ist verwirrend. Tada! Genau so. Und jetzt geht's richtig rund mit den munteren Luftblasen. Die Regeln sind die gleichen. Immer schön im Rhythmus bleiben. Bitte verwirr mich nicht. Mein Kopf ist gaga. Was? Nein, das habe ich nun gut gemacht. Großartig, jetzt habt ihr es. Das war nicht großartig, das war mies. Ich habe gut geschafft. Dankeschön. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es geschafft in dem Spiel. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Donnerwetter, ich weiß nicht so recht. Ich auch nicht. Wann immer Lust habt, in meinem Wesselberg mitzumachen, kommt einfach zu mir. Ich habe eine Karte gekriegt. Wow. Für zwei Gebiete. Wow, ich bin stolz auf dich. Nein, nein. Ich will nie zum Musical. Ach, Sora. Ich will da hineinschwimmen. I hate you, Sora. You know that? Denkt daran, ihr müsst den Rhythmus richtig spüren. Beim musikalisch mitmachen. Ich bin unmusikalisch. Sicher, ich probiere es einmal. Ich bin unmusikalisch. Habe ich doch gerade schon gesagt. Chapter 1. Swimming across the sea. Keine Ahnung, ob das das richtige englische Übersetzte war, aber egal. Auf geht's! Na dann wollen wir mal. Eine musikalische Herausforderung. Du bekommst eine Note für jede exzellente Bewertung. Tipps: Drücke X, wenn die Leiste beinahe ganz gefüllt ist, um eine exzellente Bewertung zu bekommen. Gute und schlechte Ausführungen bringen keine Noten ein. Mit jeder schlechten Ausführung verlierst du eine Note. Und was willst du jetzt von mir? Mann. Oh mein Gott. Hör auf zu singen. Das ist schrecklich. See,
Das ist doch spitze! Oh Mann! Oh mein Gott! Es verwirrt mich! Was? Das war nicht gleichzeitig, aber egal. Nein! Nein, ich hab nicht gedrückt! Okay, ich hab eigentlich gedrückt, aber zu spät. Ich verstehe kein Wort, was sie singen, weil sie so schnell singen. Und ich mich nicht darauf konzentrieren kann. Plop, plop, plop. Ich glaube, ich wollte das Lied hören, aber ich glaube, ich habe Probleme dann mit dem Urheberrecht. Deswegen labere ich dazwischendurch einfach drauf. Zumindest bei diesen Ariel-Liedern, auch wenn ich mich gerade verdammt konzentrieren muss, weil ich meine Augen gerade so meinen, so, ich muss gerade so derby gucken. Okay, das hat jetzt gut, oder? Ich habe alles ablenkt. Habe ich es geschafft? Oh mein Gott, Donald! Ihr habt es geschafft! Fürs Nichtstun! Yay! Ich hasse die Stimme von Ariel. Sora, you were amazing! Your Majesty, we have visitors. King Triton. I certainly hope there hasn't been a need to use that keyblade of yours. Nope, everything's fine. Not a heartless in sight. Your Majesty, our guests, they want to sing in the musical. Well, that sounds like a splendid idea. We may need your help after all. You see, I'm afraid Ariel's still infatuated with the human world. A busy rehearsal schedule might be just the thing she needs to stop thinking about life up on the surface. Just join in the song, a musical for everyone to have a lot of finny fun. That's the voice I heard. I'm sure of it. Hello? Where are you hiding? I know you're the girl who saved me. Please, come out so I can thank you. Ariel? Girl's acting strange again. Probably been flitting around on the surface. Oh, the Sea King's gonna have my claws for this. Come on, we gotta keep rehearsing. I'm sorry, but I don't feel like it. No, Ariel! I've got an idea, Sebastian. You do? I know how to cheer Ariel up. Come on, follow me! Hier drüben! Seht! Oh nein, das muss aus der Menschenwelt stammen. Ich habe es nach dem Sturm gefunden. Ich werde das stammt von einem Schiffswrack. Glaubt ihr nicht auch, dass Ariel es gefallen wird? Aber wenn König Triton das herausfindet... Allemal besser, als ständig an der Oberfläche zu sein! Kommt, helft mir, sie zu tragen.
Wir könnten das einfach auf Goofys Rücken schnallen. Muss es keiner tragen, außer... Keine Chance. Du benötigst die Magnetmagie, um die Statue zu bewegen. Es wird eine neue Episode hinzugefügt. Ach, wirklich? Dann auf zur Farbe, aber mit Magnet. Soll ich ihn magnetisieren? Kann ich jetzt... Was war das, Sora? Ach, so schön, schneller. Das ist ja voll kacke. Jetzt kann ich ihn nach hinten. Yes! Weil hier sind Stickerchen. Das weiß ich. Das habe ich gesehen. Ach Gott. Edge. Badge. Edge, Edge. Das war nochmal Edge, Edge. War das das große? Puzzleteile. Ich habe hier alle Puzzleteile. Space Per. Oh ja, das war der eine Dämon. Nur mit Fliegen kriegt, ne? Toilette? Toilette haben für mir so viele. Okay. So. Ich wollte in den Puzzle-Modus kurz gehen. Mhm. Zwiespalt ist das. Oh. Puzzle-Lösung, dort an einem halten. Seltenes Pergament, eine Herstellungsformel aus alter Zeit, mit der man ausgewöhnlich hat. Edge. Beständige Vision einer Aura umgibt diese Legierung, die ihre Itemherstellung verwendet wird. Cool. Ah, und beim Morgenkran habe ich da einen Blödsinn gemacht, das weiß ich. Das habe ich. Nämlich als ich das bearbeitet habe, gesehen. Dass ich da einen dezenten Bullshit gemacht habe. Du kommst dahin. So. So ist es, glaube ich. So ist es, glaube ich, richtig. Ja, schon schaut das nämlich ein bisschen richtiger aus. Oder? So soll das. Nee. Doch, kann. Ich glaube, so stimmt das jetzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so stimmt das. Gut. Dann fehlen uns noch zwei Puzzles. Das ist schön. Wo ist jetzt hier aus. Oh mein Gott. Aber gut, dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part hier mit der, werden wir Fabius oder Fabio, ich nenne ihn jetzt Fabio, weil ich Fabio cooler finde als Fabius, mit unserem Magnet verführen und das klang jetzt irgendwie falsch. Okay. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.